Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sitze hier auf dem Boden. Leute, wir haben gerade das krankeste Video der ganzen Welt gedreht praktisch. Wir haben XXXX. Hallo, XL, ich mache gerade Werbung für dein Video. Entschuldigung. Wir haben so extrem krasse Süßigkeiten in einen Schokobrunnen reingeworfen. Über 1000 Bonbons praktisch. So, ich blende mal ein Bild ein. Ihr habt es gesehen, ihr seht es immer noch, weil es noch eingeblendet ist. Es ist fantastisch, also wirklich. Können wir jetzt anfangen? Ja. Wir haben 2 Liter Fugelein gekauft, würde ich mal behaupten. Dann haben wir nochmal. Also, soll ich jetzt mal sagen, was wir machen? Ja. Geile Sache! Regenbogenschleim werde ich auch machen, diesen Schleim. Mein Ziel ist, dass er so richtig fluffy-buffy wird. Und dann werde ich die Bianca damit überziehen. Halt's Maul! Aber klingt das nach einem geilen Video? Dann gibt es jetzt mal. Schmettert mal jetzt den Daumen nach oben, um einfach zu zeigen, dass wir hier ein cooles Team sind. Dass wir hier das Team sind, das cool ist. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und einen Daumen nach oben. Und jetzt habe ich genug gegangen. Jetzt werden wir anfangen. Und Kleber. Okay, dritte Zusatz. Farbe zählt nicht, kann man auch ohne machen. Was er jetzt für einen Schaum benutzt. Ob er Rasierschaum benutzt, ob er den besten Schaum der Welt Bilou benutzt, ist euch im Grunde genommen eingestellt. Ihr könnt auch quasi Sahne benutzen. Sahne würde ich nicht nutzen. Ja. Lasst uns beginnen. Kleber. Mein Kleber. Mama. Die größten Holzlöffel aller Zeiten besorgt. Können wir bitte damit kämpfen? Wir haben echt einen sehr ergiebigen Schaum benutzt. Was ist, wenn Nachbarn jetzt gerade reingucken? Jetzt sag's mir bitte. Wenn da jetzt Nachbarn reingucken gerade. Die denken sich, der hat sie nicht mehr alle. Wir werden jetzt im Keller gucken, ob wir da noch mehr Kleber haben, ob wir da vielleicht noch Waschmittel haben. Gebt euch das mal. Da geht man nachts in den Keller und was findet man da? Waschmittel. Okay, stopp. Oh, das sieht gut aus. Schleimi. Ich mache hier in der Zwischenzeit schon mal Ping. Also wenn das kein geiler Schleim ist, dann weiß ich auch nicht. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe Schleim hergestellt. Yeah. Gebt euch. Willst du mal kurz präsentieren, was wir gemacht haben? Wir haben pinken Schleim. Pinken Schleim. Wir haben lilanen Schleim. Geil! Wir haben orangenen Schleim. Der ist low, der ist wenig von. Und wir haben grünen Schleim. Die werden gleich alle zusammengemixt. Die Bibi macht jetzt hier gerade noch blauen. Glitzer. Und mein Leben auseinander. Glitzer. Überlegen wir mal. Super, duper, duper. Gehen wir bei mir jetzt mal ein bisschen Waschmittel dazu. Bei mir, guck mal meine Konsistenz, wie die jetzt ist und daraus mache ich jetzt Schleim. Ganz ehrlich, das ist ja wohl 1000-mal besser, was ich hier gerade in der Hand habe. Finde ich nicht. Leute, wir machen jetzt ein kurzes Schleim-Battle, weil Madame behauptet, ihr Schleim wäre besser. Okay. Ja, aber weil das doch nicht scherzen. Ich stelle euch kurz meinen Schleim vor. Das ist mein Schleim, ja? Man kann ihn langziehen, er klebt nicht an der Hand. Ihr könnt ihn einfach zerreißen, wenn ihr Bock habt. Ja, und mein Schleim ist einfach genauso. Okay, also zeig deinen. Ja, meiner ist einfach genauso. Nee. Findest du meinen Schleim besser? Ja. Echt? Vielleicht. So, jetzt brauchen wir dafür Eimer. Aber mein Schleim ist so geil. So klingt das, wenn man der Bibi auf den Popo haut. Blablabla. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mehr Schleim, dass wir von allem mehr haben. Bis gleich. Ey, Leute, der Julian hat magische Schleimhände. Ich mache die ganze Zeit Schleim und es wird einfach scheiße. Und dann nimmt der Julian den Schleim und macht den innerhalb von einer Sekunde perfekt. Video läuft, liebe Leute. Darf ich rein? Ja, drück so. Oh. Okay, chill. Hey, ich will aber ganz viel Glitzer. Aber ich darf mehr Glitzer, oder? Oh, scheiße. Oh, boo. Oh mein Gott. Alter. Guck mal, wie meine Hand aussieht, wie meine Nägel und der Schleim. Und wisst ihr, Leute, was das Geilste an diesem Schleim ist? Gebt euch das jetzt mal. Kennt ihr diese Instagram-Videos?
geil. Der ist einfach so geworden, diese Instagram-Videos. So Leute, wir haben noch sehr, sehr fleißig weiter Schleim produziert. Wir haben jetzt gleich 5 Uhr. Die Zeit rast, liebe Leute. Aber wir werden euch jetzt den Schleim präsentieren. Ich werde das jetzt alles hier in dieser kleinen, nennen wir es mal, Schatulle. Oh, das ist aber ein cooler Effekt. Werde ich das jetzt alles zusammenmixen zu dem perfekten Regenbogenschleim. Und den werde ich der Bibi dann gleich über den Kopf gießen, dass praktisch vielleicht auch ihr Körper, man weiß es nicht, hast ein T-Shirt von mir an? Ja. Och süß. Dass ihr Head einfach ihr Kopf... Das muss nach längs. Okay, ich stell das jetzt erstmal in der Reihenfolge auf. Ich mach das in der Reihenfolge, ich will das alles gleichzeitig machen. Scheiße, Mann, denkst du, irgendein Mensch auf der Welt hat schon mal ein Plural von Schleim benutzt? Ja. Was weiß ich? Das kommt hier Schleim. Blau. Schleim, was? Dann kommt was sagt ihr? Ein Schleim oder zwei Schleime oder zwei Schleims? Schleim, natürlich. Schleim, ne? Ja, würde ich auch sagen. Pass okay. auf, ich hab das so gut ausgedeckt. Zeig den Leuten mal. Man beachte bitte nicht meine Socken. Aber das sieht doch schon auf jeden Fall sehr ordentlich aus, stimmt's? Ja. Oh, Bibi, wenn du das gleich über deine Haare machst, das ist ja Kleber. Boah, das ist ja fuck. Äußerst dumm. Mach dir irgend so eine Durchsicht. Haben wir eine durchsichtige Plastiktüte? Ja, nur ganz normale Mülltüte. Oder eine Bade. Ich glaube, wir haben eine kleine Mülltüte einfach, glaube ich, oder? Wenn wir eine durchsichtige Mülltüte haben, dann mach dir so die Haare dann zurück. Hä? Three hours later. Weißt du, wie du aussiehst? Weißt du noch, als wir damals in diesem Erholungsschwimmbad mit meiner Tante waren, da sind immer Omas mit so Badehosen angeschwommen. Okay, pass auf. Du hältst das jetzt mal fest. Oh yeah. Sieht man das? Sieht man das? Verdammte Hacke. Ja, gut, ist das Yailomat. So, jetzt nächste Farbe. Gehen wir über in ein sattes, helles Blau. Ja. So will der Papa das sehen. Chef, ich würde mal wollen, dass du mich Papa nennst. Wie krank wäre das denn bitte? Denkst du, es gibt so eine Beziehung? Nenn ich so dann auf Blau. Das okay. sieht ja... Schnell, schnell, scheiße schnell, scheiße geil aus. Schnell. Man munkelt, das ist der geilste Regenbogen, der jemals in Europa gesichtet wurde. Lass mich, boah, darf ich? Nein. Darf ich ein bisschen? Leute, nicht, nein! Ein bisschen, ein kleines einmal. Dann habe ich keinen Regenbogen mehr im Gesicht. Doch, doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das übertrifft gerade. Das übertrifft gerade. Können wir jetzt aufhören? Ja. Halt die Bommel fest. Nicht Bommel, ich muss meine Bommel reinstecken, meine ich. Scheiße. Scheiße. Darauf habe ich jetzt 3 Stunden. Leute, das ist jetzt kein Spaß, das sind 3 Stunden. Okay, mach jetzt einfach. Wirklich? Ja, mach jetzt einfach. Aber das passt nicht zusammen. Ist mir egal, mach jetzt einfach. Ich verkack's. Okay. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Bianca mutiert zu einem Regenbogen. Verschiedene Zutaten drin, unter anderem Kleber, in der Tat. Leute, jetzt kann ich. Oh, guck mal, wie schön das auf meinem Bein aussieht. Zeig ich jetzt, entspann dich. Oh mein Gott. Alter, das sieht aber jetzt echt, das ist der Schleim, den der... Ja gut, gut geht's meiner Hose auf jeden Fall. Deiner Hose geht's gut. Seid ihr bereit für die absolute Krönung? Der pinke Glitzerschleim. Soll ich dir was sagen, Bibi? Ja. Genau darum liebe ich dich. Weil du der klappendste Mensch bist, den ich kenne auf dieser Welt. Ich würde dir jetzt glatt einen Kuss geben, aber komm, du kriegst einen Kuss von mir. Ah! Yeah! Bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ja, wen haben wir denn da? Hinterlasst mir unbedingt einen Daumen nach oben, guckt in die Kamera, zeig mal Daumen nach oben. Ich möchte euch unbedingt Bibis Video verlinken. Was hast du heute gedreht? Weißt du das?
Süßigkeiten im Schokobrunnen. Richtig, wir haben eine absolute Eskalation. Eigentlich sind wir seit mehreren Stunden hier unterwegs und haben eine Volleskalation. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ich verlinke euch Bibis Süßigkeiten-Video. Wir haben mit einem Schokobrunnen über 1000 XXL-Bonbons schokolisiert. Das war's, ich mache jetzt die Kamera aus, befreie die Bibi aus von dem Schleim und Daumen nach oben, danke fürs Einschalten. Tschüss! Jetzt kommt die Endcard. Okay, tschüss.